glaubt gar nicht, wo ich gerade stehe. Habt ihr jemals schon so viele alte Reifen gesehen? Also ich jedenfalls nicht. Und das hier ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von den Millionen alten Reifen, die jedes Jahr weltweit anfallen. Allein in Deutschland sind das 600.000 Tonnen. Und man könnte denken, bald versinken wir in alten Reifen. Aber ich stelle euch heute jemanden vor, der eine richtig gute Lösung dafür hat. Hi Frank! Hallo Nadine! Für dich ist das alles überhaupt kein Müll hier, oder? Nein, überhaupt nicht. Das sind Hochleistungsrohstoffe, die wir hier sehen. Und diese Hochleistungsrohstoffe können sehr gut verwendet werden im Straßenbau. Und wenn wir sie da verwenden, können wir die Lebenszeit von diesen Rohstoffen sogar um das Achtfache verlängern. Erklär mal genauer. Na, wir haben ein System entwickelt, wie man Gummimehle, die man aus diesen Reifen gewinnt, zusammen mit dem Westenermehr in den Asphalt einbaut. Und damit erhöhen wir die Lebensdauer des Asphalts und der wird auch standfester. Das schwarze Gummimehl, das die Asphaltmischung aufwertet, wurde vorher mit Westenermehr beschichtet. Nicht nur die Lebensdauer wollt ihr erhöhen, sondern ihr sagt auch, man kann damit jede Menge CO2 einsparen. Das klingt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Na, dann komm mal mit, ich zeig dir das. Okay. Frank fährt mit mir ins Sauerland. In Absprache mit Straßen NRW wird hier in einem Pilotprojekt unter anderem getestet, wie gut sich die Gummi-Westenermehr-Mischung im Vergleich zu dem herkömmlichen Verfahren schlägt. Frank, hier ist eine Menge schweres Gerät. Ja. Du hast auch viel Respekt vor den Straßenbauern, oder? Ja, absolut. Es fängt auch schon mit den Rohstoffen an, mit denen die Industrie hier arbeiten muss. Wir reden über natürliche Rohstoffe wie Bitumen und Gestein. Und die müssen jedes Mal sehr fein und genau aufeinander abgestimmt werden. Aber auch, wenn man den Walzenfahrer da im Hintergrund bei seiner Arbeit hört, das ist überhaupt keine triviale Arbeit. Vergleichen wir das einfach mal mit Michael Schumacher. Der hat mal gesagt, sein Gesäß liefert ihm viel wichtiger Daten während des Rennens als die Computer, die mitlaufen. Und so geht es beim Walzenfahrer auch. Er muss die richtige Verdichtung herstellen, damit die Straße hinter Qualität bekommt. Ja, und ich glaube, der Vergleich mit dem Michael Schumacher, der wird ihm auch gefallen. Aber was passiert hier eigentlich mit Westenermehr? Na, zunächst mal bauen wir hier das gesamte Asphaltpaket neu. Das heißt, alle drei Schichten werden ausgetauscht und wir beginnen mit dem konventionellen Asphalt. Dann verbessern wir dieses Paket an einer Stelle sogar noch. Und als dritte Variante kommt dann die Lösung von Evonik. Die basiert dann auf Gummimehl und Westenermehr. Daraus ergeben sich dann 9 verschiedene Asphaltmischgüter und die werden wir dann in ein externes Asphaltlabor geben und werden es asphalttechnisch untersuchen lassen und die Daten miteinander vergleichen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Im Labor in Dortmund wird es spannend. Hier prüfen die Fachleute, ob Westenermehr hält, was Frank versprochen hat. Das sogenannte Polyoktenermehr soll den Asphalt gegen Hitze, Kälte und starke Belastung schützen. Also in dieser Maschine simulieren wir den Straßenverkehr. Wir simulieren in dem Fall 20.000 Lkw-Überrollung über eine Straße und das bei einer extremen Temperatur von 60 Grad Celsius. Frank, wir haben jetzt schon ganz viele Informationen bekommen, aber du hast ja auch gesagt, das Ganze ist gut für die Umwelt. Warum? Ja, zum einen, weil wir nachweisen, dass wir mit dem Westenermehr Gummimehle, die wir aus Reifen gewinnen, zu einem hochqualitativen Baustoff für hochbelastete Verkehrsflächen ausrüsten können. Diese Reifen werden dann nicht mehr verbrannt und damit sparen wir enorme Mengen CO2. Was uns aber auch interessiert, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, dass der Asphalt irgendwann mal ans Ende der Lebenszeit gekommen ist und dann muss er entsorgt werden oder irgendwo wiederverwendet werden. Unser Konzept, welches wir jetzt seit 8 Jahren erproben, sieht vor, dass wir den Asphalt aus der alten Schicht, aus der alten Deckschicht, wieder in die Deckschicht einarbeiten. Und das zu 50%. Und da sind wir im Moment auf einem sehr guten Weg. Die Ergebnisse bis jetzt sind toll. Und wenn man dieses Konzept jetzt einfach mal gedanklich ausrollt für ganz Europa und den kommunalen Straßenbau, da würde man 500.000 Tonnen CO2 einsparen können und 1,5 Millionen Liter Diesel pro Jahr. Das hört sich wirklich sehr gut für die Umwelt an, aber auch für mich als Privatperson, wenn man bedenkt, dass ja die Straßen dann auch länger leben und ich dann vielleicht davon ausgehen könnte, dass es weniger Straßensperrungen gibt. Du wirst mit Sicherheit schneller zur Arbeit kommen morgens, ja. Die Spur mit der Umweltfreundlichkeit möchte ich noch ein bisschen weiter verfolgen. Und deswegen fahren Frank und ich jetzt dahin, wo Westenermehr herkommt. Wir sind jetzt im Chemiepark Mahl. Was passiert hier? Ja, hier wird Westenermehr hergestellt und auch abgepackt.
Frank, das ist das fertige Westerner Meer? Ja, das ist das Westerner Meer. Dürfte ich das anfassen? Ja, klar, gar kein Problem. Toll. Es fühlt sich echt klasse an und es riecht auch gar nicht. Ja. Ihr habt das aber unabhängig prüfen lassen, die Emissionen, oder? Ja, das ist richtig. Also zunächst mal, erstmal testen wir natürlich permanent unser eigenes Produkt. Aber auch in der Verwendung im Gummiasphalt haben wir ein externes Prüflabor beauftragt, um dort die Emissionen zu prüfen. Und die Ergebnisse sind ohne Befund, ohne Auffälligkeiten, so wie wir das erwartet haben. Wunderbar. Das heißt also, die Messungen haben ergeben, dass das Gemisch aus Westerner Meer mit Gummimehl mit den verglichenen Standard-Straßenbauprodukten gleichwertig ist. Zur Qualitätskontrolle werden weitere Messungen durchgeführt. Frank, vielen herzlichen Dank. Das war eine richtig runde Sache heute. Super spannende Einblicke. Und vielleicht habt ihr ja auch gemerkt, wie wertvoll alte Reifen sind. Macht's gut! Evonik. Leading Beyond Chemistry.